Ja, hallo. Auf vielfachen Wunsch und Nachfrage für die flackerfreie Beleuchtung der Waggons möchte ich euch nochmal ganz genau und detailliert zeigen, wie man diese Pufferschaltung oder dieses Powerpack zusammenbaut. Benötigt wird dafür ein Widerstand 100 Ohm zum Laden des Kondensators, ein 2 Kilo Ohm Widerstand, der nachher für die LEDs zuständig ist, dass die nicht zerstört werden. Der kann auch gerne 1 Kilo Ohm haben oder 3, 4 oder 5 Kilo Ohm. Das muss man sich aussuchen, wie hell man denn die LEDs haben möchte. Das heißt, je höher der Wert dieses Widerstandes ist, umso dunkler sind nachher die LEDs am Leuchten. Dann braucht man selbstverständlich hier diesen SMD-Brückengleichrichter und letztendlich natürlich den Kondensator. Das ist ein 470 Mikrofarad mit 25 Volt Belastbarkeit. So, hier wäre diese fertige Schaltung noch einmal zu sehen. Das heißt, wir haben hier den Brückengleichrichter, an den auf diesen beiden Seiten die Gleisanschlüsse angelötet werden. Welches Gleis links oder rechts angelötet wird, ist völlig wurscht egal, das spielt keine Rolle. Ausgang ist hier der Minuspol, der läuft hier direkt zu dem Minuspol des Kondensators. Der Pluspol des Brückengleichrichters, da ist der 100 Ohm Widerstand zum Laden des Kondensators angelötet, der geht logischerweise dann zum Pluspol des Kondensators. Und am Pluspol des Kondensators ist wiederum der 2 Kilo Ohm Widerstand angelötet, an den jetzt hier die Leitung angelötet wird, die zu den SMDs geht, das Plus. Das Minus für die SMDs löte ich direkt hier an das Minusbeinchen des Kondensators mit an. Ja, und das ist eigentlich schon alles gewesen. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich baue jetzt noch mal eine so eine Schaltung mit euch zusammen auf, damit ihr das mal mit angucken könnt. Wie gesagt, es geht eigentlich relativ leicht. So, da ich ja nachher so ein kleines Päckchen haben möchte, nehme ich mir die Beinchen des Kondensators und biege die hier einmal um. Das ist einmal die Minusseite. Minus ist da, wo der graue Strich ist. Und das ist die Plusseite. Kann man auch erkennen, das Plusbeinchen ist immer länger als das Minusbeinchen. So, das Ganze zwicke ich jetzt ein bisschen ab. Also lang brauche ich das nicht. So, das heißt, die sind jetzt ein bisschen gekürzt, die Beinchen. Jetzt lege ich mir meinen Kondensator hier auf so einen, den Kondensator lege ich jetzt hier auf so einen kleinen Metallklotz. Da ist doppelseitiges Klebeband, damit der mir die ganze Zeit nicht wegrollt. So, als nächstes werde ich jetzt den Brückengleichrichter befestigen am Kondensator. Das zu beachten, der Ausgang ist gekennzeichnet durch eine Linie, die hier unten läuft. Und da wiederum ist, wenn man naja, von eurer Seite drauf guckt, so wenn ich von der Seite schaue, ist die rechte Seite plus, die linke Seite ist das Minus. Ne? Wenn man von der Seite guckt, dass hier unten der Strich ist, sag's nochmal, ist hier plus, da ist Minus. So, das Minusbeinchen löte ich jetzt hier an das Minusbeinchen des Kondensators an. So, der Gleichrichter ist jetzt hier Minus an Minus angelötet. So, hier ist die Plusseite. An die Plusseite von dem Gleichrichter löte ich jetzt den 100 Ohm Widerstand an. So, der 100 Ohm Widerstand ist jetzt hier an der Plusseite angelötet und das Beinchen die andere Seite. So, die andere Seite von dem Widerstand löte ich jetzt hier an das Plusbeinchen von dem Kondensator an. So, der Widerstand ist jetzt hier einmal angelötet, plus Brückengleichrichterausgang plus Kondensator. So, jetzt nehme ich meinen 2 Kilo Ohm Widerstand. So, und der 2 Kilo Ohm Widerstand, der kommt jetzt hier an das Plusbeinchen.
So, jetzt habe ich hier den 2 Kilo Ohm Widerstand an das Plusbeinchen vom Kondensator mit angelötet. Das wäre das fertige Powerpack. Jetzt zeige ich euch noch, wie man die Lötung da, die Leitung daran anschließt. So, die Schaltung ist jetzt fertiggestellt. Ich habe jetzt hier beim Eingang des Brückengleichrichters die beiden Kabel angeschlossen, die von den Schienen kommen. Wie gesagt, da ist es egal, welche Seite man wo anlötet, das ist völlig wurscht egal. Dafür ist ja der Brückengleichrichter da, um das jetzt auszugleichen, unter anderem. So, dann haben wir hier die Minusseite. Da ist das Kabel weiß angelötet, das zum LED-Strip läuft. Und hier an dem zweiten, und hier an dem 2 Kilo Widerstand ist die Plusleitung angelötet, die hier zum LED-Strip läuft. Ne? So, das heißt, den LED-Strip sehen wir hier. Die weiße Leitung ist am Minuspol angelötet und die blaue am Pluspol angelötet. Also so würde im Prinzip die fertige Schaltung aussehen. Ne? Sehen wir, weiß ist Minus am LED-Strip, blau ist Plus am LED-Strip. Und die rot und schwarz sind die beiden Kabel, die vom Gleis kommen. Das wäre jetzt diese fertige Schaltung. Das Ganze funktioniert sowohl an Gleichstrom analog wie auch an Wechselstrom analog, als auch natürlich an Digitalspannung. Das ist klar, das funktioniert überall. Aufgrund des 25 Volt Kondensators sollte die Spannung natürlich auf keinen Fall höher als 25 Volt sein. Das ist klar, sonst geht der Kondensator halt kaputt. Ne? Gut, das ist wie gesagt die Schaltung. Ihr habt gesehen, wie man sie aufbaut. Ich mache euch hinten dran ans Video gleich nochmal einen Schaltplan, wo ihr das nochmal sehen könnt. Und füge auch nochmal die ganzen Bauteile ein, die man dazu braucht, um das zu basteln. Ja, ich hoffe jetzt mit dem Video alle Bedürfnisse befriedigt zu haben, dass das jetzt jeder ganz einfach nachbauen kann, weil wie ihr seht, das ist eigentlich schnell gemacht und ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und als Beweis, dass das Ganze auch funktioniert, schließe ich das mal ganz kurz an Strom an hier. Da können wir mal gucken, ob das Ganze überhaupt leuchtet. Beweis, dass das Ganze auch funktioniert, habe ich jetzt hier die Schaltung einmal direkt an einen Trafo angeschlossen. Das ist hier ein analoger Trafo. Da ist das jetzt dran angeschlossen, das Ganze. Ja, bis jetzt ist das aus, logischerweise. So. Jetzt mache ich den Trafo mal an. Also ich drehe jetzt den Trafo auf. Ja, und ihr seht, die LEDs leuchten ganz wunderbar. Ne? Seht ihr also, die Schaltung funktioniert. Ja, die Kamera stellt das jetzt leider nicht scharf. Das sind jetzt knappe 20 Volt. So, jetzt drehe ich den Trafo mal aus. So, der Trafo ist jetzt auf 0. Und ihr seht, die Dinger gehen langsam und gemütlich aus. Ne? Also, die Schaltung funktioniert. Ich kann den Trafo auch in die andere Richtung aufdrehen. Das spielt keine Rolle. Die LEDs leuchten dann da genauso. Ne? Das spielt keine Rolle, wie gesagt. In welcher Richtung man den Trafo aufdreht, das ist halt der Vorteil. Kann man eben bei analog auch einsetzen und da spielt es auch keine Rolle, in welche Richtung der Zug fährt. Ne? Die Dinger leuchten trotzdem. Jetzt drehe ich den Trafo nochmal auf 0. Und ihr seht, die leuchten halt noch ein bisschen nach. Und bis sie dann wirklich ausgehen, ganz dunkel sind, dauert das eine Weile. Ne? Ja, das war jetzt der kleine Beweis, dass diese Schaltung funktioniert. Ja, hier sehen wir die kleine Schaltung nochmal, funktioniert also wunderbar. Ich hoffe euch jetzt hiermit geholfen zu haben und dass ihr das Ganze auch nachbauen könnt. Ja gut, das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.